These iconic monuments. Diese faszinierenden Denkmäler stehen unmissverständlich für Macht, Dominanz und Kontrolle. Dominance, control. Ich fühle mich daneben so klein und unbedeutend. Zusammen bilden die Pyramiden, die Sphinx und die Tempel einen riesigen Machtkomplex. Power. Die riesige Skulptur beschützt die Nekropole. Ein gigantisches Herrschaftssymbol, von dem viele glauben, es trage das Gesicht von Cheops Sohn Chephren, dem Erbauer der zweitgrößten Pyramide von Gizeh. Obwohl er schon oft hier war, war er der Sphinx noch nie so nah. Heute hat er die Ausnahmegenehmigung bekommen, sich die Anlage aus der Nähe anzusehen. Das ist einfach nur atemberaubend. Darauf habe ich 50 Jahre gewartet. Und jetzt bin ich endlich hier. Wahnsinn. Die 20 Meter hohe Sphinx blickt gen Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Ich weiß, wie es ist, diesen Stein zu bearbeiten. Das war eine unfassbare Herausforderung. Sie hatten damals nur Kupfermeißel und hölzerne Hämmer und das hier in der Wüste. Es muss gestaubt haben wie verrückt. Und dennoch haben die Arbeiter, Handwerker und Steinmetze freiwillig hier gearbeitet. Aus Loyalität ihrem Pharao gegenüber. Tausende Arbeiter müssen diese gewaltigen Grabmäler über Jahrzehnte hinweg errichtet haben. Es gibt jedoch keinerlei Belege dafür, dass die Pharaonen Menschen versklavt haben, um sie zu bauen. Sie haben ihr Volk nicht mit Gewalt regiert. John glaubt, was diese Könige ausmachte, war, dass die Menschen ihnen treu ergeben waren. Die schiere Masse an Steinen, die hier verbaut wurde, ist unglaublich. Und jeder einzelne Steinblock steht für die Loyalität der Arbeiter ihrem Pharao gegenüber. Die riesigen Grabmäler von Gizeh verkörpern den Höhepunkt des Pyramidenzeitalters. Doch warum wurde nie wieder etwas in dieser Größenordnung gebaut? Zu Zeiten von Cheops Herrschaft bewässerte regelmäßiger saisonaler Regen die Felder, die Ägyptens Wohlstand sicherten. 3 Monate im Jahr war der Nil überflutet und überschwemmte die umliegenden Felder, wodurch die Bauern sie nicht bestellen konnten. Also hatten sie Zeit, beim Bau des riesigen Grabmals für ihren König mitzuhelfen. Sie glaubten, er stimme die Götter zufrieden und mache das Volk satt. Doch schon bald nach Fertigstellung der Cheops-Pyramide wurde Ägypten von einer Dürre heimgesucht. Die Ernteerträge schrumpften und mit ihnen die Steuern, die der Staat einnahm. Obwohl die Arbeiter umsonst arbeiteten, trieben die Grabmäler von Gizeh Ägypten beinahe in den Bankrott. Die Loyalität des Volkes begann zu bröckeln. Die nachfolgenden Königsgräber fielen kleiner aus, während die große Cheops-Pyramide auch weiterhin das Westufer des Nils überragte. The sheer power! Unglaublich, über welche Macht er verfügt haben muss. Absolutely unbelievable.